Schön. Spannend. Ne? Man kriegt gleich Lust, so mit manchen dann ins Gespräch zu kommen. Und das Schöne am Klostertag Theologie ist, dass man das machen kann. Und auch das Schöne ist, dass man mit ihm ins Gespräch kommen kann und untereinander, weil wir eben auch den Abend haben und die Zeit zwischendurch. Anders jetzt wie bei einer Vortragsveranstaltung. So wirklich so ein Stück Wegs miteinander vollbringen werden. Ich will noch vielleicht drei Sätze sagen, weil der Titel, der kommt, glaube ich, von mir, oder die Stoß. Den hast du mir aufgedrückt, genau. Den habe ich dir aufgedrückt, ja. Und ich sehe jetzt plötzlich so viel Erwartungen, die in dem Titel gar nicht drin sind, die wir dann vielleicht im Gespräch wieder in unterschiedlichen Sequenzen dann miteinander angehen müssen. Aber vielleicht ist ja auch was drin. Genau, ja, ja. Also was, sagen wir mal, glaube ich, jedem und jeder auffällt, ob man Theologie studiert oder nicht, oder wie auch immer, oder sehr gebildet, oder intensive Auseinandersetzung oder gar nicht so intensive. Also das Johannesevangelium komplett anders ist. Jesus hält lange Reden. Es kommen völlig andere Dinge vor, wie in den drei anderen, die man Synoptiker nennt. Und mich hat es eigentlich wirklich immer plagt, also schon in der Studienzeit und ehrlich gesagt auch danach, dass ich keine befriedigende Antwort dafür gekriegt habe, wo kommt das raus? Das ist so kühn. Es ist ja, ja, ich sage mal, wenn wir nicht was anderes hören, wird Jesus was in den Mund legen. Und zwar absolut und auf einer völlig anderen Ebene, auf einer Geistebene. Ja? Und deshalb, woher kommt es? Und warum hat es sich derart schnell durchgesetzt, sodass es anerkannt ist, obwohl es aus unserer Sicht sozusagen wahrscheinlich historisch wie eine andere Welt ist. Und man kriegt es schwer zusammen mit den ersten drei Evangelien. Woher kommt es? Welche Autorität hat es? Ist es doch irgendwie mittelbar auf einen Apostel zurückgehend, auf einen Apostel Johannes, Zebedaide oder gerade nicht? Aber egal, woher hat diese, wo kommt diese Kühnheit her, so anders zu schreiben? Und deshalb dann auch für uns, wie gehen wir dann damit um? Ne? Also auch mit diesem anderen Jesus und wie der spricht und wie gehört der zusammen, wie passt der zusammen mit dem Jesus der Synoptiker und mit dem Bild insgesamt des Neuen Testamentes und der Bibel. Es hat ja auch sein, es ist ja nicht ohne Grund, ich glaube noch ziemlich lang, bevor man diesen Papyrus irgendwann mal entdeckt hat, Bodenmarie oder wie der heißt, der P52, waren ja lange die Thesen, Johannes Evangelium, keine Ahnung, vielleicht im 3. Jahrhundert oder irgendwann entstanden, ganz spät, völlig abgefahren, ne? Also kein Bezug mehr irgendwie zu Jesus. Und dann hat man irgendwann einmal diesen Papyrus gefunden und schwupps war es eigentlich so das älteste Stückchen, wo man Belege kommt vom Neuen Testament. Also auch dann diese Widersprüche, ne? Also auch meine Bilder, so ja klar, am Anfang so jüdisch und der Rabbi und dann entwickelt sich und steigert sich das hoch sozusagen dann bis zu einer entfalteten Trinität. Ja? Und das ist in Wirklichkeit viel, viel kürzer war, diese Zeiträume und vielmehr ein Ineinander. Das legt schlichtweg schon diese Papyrus nahe. Und jetzt das aufzuknuddeln, was heißt das, woher kommt das raus und auch, wie gehen wir selber damit um? Das war so ein bisschen die Motivation. Und ich hoffe, dass, wie gesagt, ihr mit eurer Frage, teilweise fand ich sie ähnlich gelagert, wie geht man damit um, ist so ganz anders. Teilweise haben sie auch einen anderen Aspekt, dass wir alle da irgendwie davon profitieren. Und jetzt habe ich schon so viel geschwätzt, dass ich sofort dir das Wort übergebe. Ich glaube, ich muss aber dann doch irgendwie hinstehen, denn sitzend sehe ich euch alle nicht. Das ist gut. Also ich sage auch mal kurz zu mir was. Jörg Frey, ich bin seit 35 Jahren mit Johannes wissenschaftlich unterwegs, eigentlich schon vorher. Habe mich schon im Studium begeistert bei meinem Lehrer Martin Hengel in Tübingen. Habe dann mit 26 angefangen mit einer Promotion zum Johannesevangelium, mich habilitiert, dann habe ich irgendwann, als ich damit gerade fertig war, drei dicke Bücher hinter mir hatte, der Uli Lutz, damals aus Bern, angefragt, ob ich den noch ausstehenden großen Kommentar EKK, evangelisch-katholischer Kommentar zu Johannes, schreiben wolle. Das war im Jahr 2000, da hat er seinen Matthäus gerade hinter sich gehabt. Ja, und seither bin ich sozusagen in Vorbereitung dieses Kommentars. Der erste Band soll nächstes Jahr vielleicht hoffentlich zum Verlag. Einige Vorarbeiten habe ich da drüben mal so zum Anschauen hingelegt. Die bisschen dicke Bücher. Ich versuche das Ganze jetzt einfach mal für uns etwas runterzubrechen.
Die Fragen, die jetzt gerade kommen, sind natürlich so breit und gehen in ganz unterschiedliche Richtungen, dass ich jetzt nicht alles davon in diesen Denkbewegungen drin habe, die ich mir für heute und morgen vorgenommen habe. Aber anderes lässt sich dann in Gesprächen und in entsprechender Zeit am Abend oder zwischendrin sicher noch einbauen, auch wenn dann dafür keine perfekte Folie da vorliegt. Also heute soll es jetzt erstmal darum gehen, ich gehe nochmal eine Folie zurück, die Kühnheit des Evangelisten Johannes. Das war sozusagen der Titel, wie konnte er es wagen, den mir Volker Bleil so untergeschoben hat, mit natürlich Überschriften machen immer ein bisschen Sensation, also der Evangelist ist frech, der macht was, was er eigentlich nicht dürfe. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wir wahrnehmen müssen. Wir haben eine Vorstellung, was müsste ein solcher Zeuge und Autor eigentlich tun? Der müsste schreiben, wie es halt war. Ja, alles einfach schreiben, wie es war, Dokumentarfilm, ja, wir wissen ja heute auch, wie Bilder entsprechend durchaus verändert und manipuliert werden können. Aber so stellen wir uns das gerne vor. Und natürlich Tonband, auch Nachschrift der Reden Jesu. Dass das nicht so ist und bei allen Evangelien nicht so ist, das wissen wir im Grunde auch. Denn Jesus hat aramäisch geredet und unsere Evangelien sind griechisch. Und dann kann man sich überlegen, was kann man zurückübersetzen, was kann man nicht. Da gibt es durchaus bei manchen Worten Jesu oder bei sowas wie dem Unser Vater gibt es durchaus auch entsprechende Möglichkeiten. Ganz genau kann man es in vielen Fällen nicht mehr sagen. Aber dass hier Übertragungen und Inkulturationen stattfinden, schon ganz früh und dann natürlich auf dem langen Weg, wie diese Botschaft dann bis zu uns heute und in die heutige Zürcher Bibel und andere Übersetzungen kommt, ist ja klar. Also eine Botschaft verändert sich, wenn sie nicht veralten soll. Sie wird transportiert und transponiert und das ist, glaube ich, ein Prozess, den wir eben schon relativ früh beim Johannesevangelium sehen können und von dem aus kann man dann auch vielleicht nochmal das eine oder andere lernen, was bedeutet das für uns heute, wenn wir diese Botschaft in ihrer Eigentümlichkeit behalten wollen und trotzdem transponieren wollen für das Verständnis von unserer Zeit und von unseren Zeitgenossen. Es geht ja immer darum, Identität zu wahren und nicht einfach den Boden zu verlieren und auf der anderen Seite einem neuen Verständnis auch wieder zugänglich zu werden. Also heute Nachmittag soll es um die Kühnheit des Evangelisten Johannes gehen und ich fange mal an mit einem Bild, das Sie natürlich das ihr alle kennt, der Isenheimer Altar. Ich habe überschrieben ein johannäisches Bild. In einer Hinsicht ist es nicht johannäisch. Wir haben hier natürlich den Schmerzensmann, wie er in der spätgotischen Kunst konventionell ist, der leidende Jesus. Das würde eher zum Matthäusevangelium natürlich passen, wo dieses Leiden mit den ganzen Körperstriemen und so weiter ganz klar abgebildet ist. Aber das andere, was drunter ist, das ist johannäisch. Wir haben hier den Lieblingsjünger, den man dann mit dem Johannes identifiziert hat, mit der Mutter Jesu unter dem Kreuz. Wir haben die Maria Magdalena, die so hoch ihre Finger reckt. Wir haben da ein Salbengefäß, weil in der Tradition diese Maria Magdalena mit der unbekannten Sünderin, die Jesus salbte, und mit der Maria von Bethanien identifiziert wurde. Da flossen alle möglichen Figuren in ein Bild zusammen. Und wir haben auf der rechten Seite den Johannes den Täufer mit dem verlängerten Zeigefinger, der eben Zeuge ist für die Gekreuzigten und sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das Lämmlein da unten, fröhlich sein Pfötchen da hochreckt. Da unten haben wir noch einen Abendmahlskelch und wenn man das Bild in etwas besserer Qualität hätte, würde man dann auch noch sehen, wie das bei vielen Bildern der Fall ist, dass aus der Seitenwunde Jesus sozusagen ein Strahl in den Abendmahlskelch fließt. Das ist sozusagen das spätmittelalterliche Bild, was hier zusammengefügt ist. Da haben wir auch noch eine Schrift in diesem Bild drin. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3,30,
sozusagen Johannes der Täufer, der genau als Zeuge Jesu hier auftritt. Also bei Johannes dem Täufer und bei der Komposition unter dem Kreuz mit Maria und dem Lieblingsjünger, gleich Johannes, da handelt es sich um johannesisches Bild. Man kann überlegen, gibt es überhaupt synoptische Kreuzigungsdarstellungen? Praktisch nicht. Wir haben für die Einladung zu einer zur Matthäus-Passionsaufführung, die jetzt gerade zum zweiten Mal in Zürich stattfindet, gestern habe ich noch mitgesungen, haben wir überlegt, was kann man eigentlich da vorne drauf tun? Wir haben dann dieses Bild, Daniel Schmid hat dieses Bild dann doch genommen, weil es einfach keine wirklich synoptische Kreuzigungstausch gibt. Der Johannes hat die Kunst so beeinflusst, dass die beiden zumindest immer drunter sind. Und dass bei jeder Kreuzabnahme Pietà, natürlich die Mutter Jesu da ist, obwohl unser ältestes Evangelium überhaupt nichts davon weiß, dass die Mutter Jesu, die da irgendwo oben in Galiläa war und vielleicht schon längst tot war, als der Jesus gekreuzigt wurde, dass die unterm Kreuz steht. Aber die wird hineinkomponiert, weil sie in der Stunde Jesu sozusagen da sein muss. Ich bin noch ein bisschen im Gespräch mit der Kunst. Johannes ist vielleicht die Inspiration für mit die ältesten Darstellungen christlicher Kunst, die wir haben. Das ist nämlich in der Katakombenmalerei. Da ist es immer so ein bisschen schwierig, wann geht sozusagen antike Bildgestaltung in christliche um. Also wann wird aus dem Orpheus ein David und all diese Sachen. Aber hier haben wir ziemlich klar die Szene mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen, mit dem Brunnen, mit dem Schöpfgefäß. Und der Jesus, der im Philosophenmantel sozusagen lehrend, mit lehrender Geste dieser Frau eben den Weg oder das, zum lebendigen Wasser weist. Das ist vermutlich frühes 3. Jahrhundert, also zu Zeiten, wo man andere Kunstwerke noch gar nicht hat. Die ältesten Bilder sind eben diese Katakombenbilder. Dann kommen ein bisschen später Sarkophage, römische oder frühchristliche Sarkophage. Das heißt, auch da hat Johannes mit manchen seiner Geschichten, die nur er hat, eben etwa der samaritanischen Frau, der Hochzeit zu Kana, dem Lazarus, genau das zu illustrieren geholfen, was in den Katakomben und da eben der erquickende Trank im Jenseits, was da wichtig war für die frühen Christen in Rom. Und dann natürlich, ich kann es nicht lassen, Johann Sebastian Bach mit seiner Johannespassion. Bach hat die Eigentümlichkeit des Johannesevangeliums, glaube ich, in einer ganz guten Weise herausgestellt, wenn bereits im Eingangschor es heißt, zeig uns durch deine Passion, dass du, der wahre Gottessohn, auch in der größten Niedrigkeit verherrlicht worden bist. Herrlichkeit, Verherrlichung, das ist sozusagen ein johannäischer Zug, ja, in der Matthäus-Passion. Sieht es ganz anders aus. Kommt ihr Töchter, helft mir klagen. Sehet wen, den Bräutigam, sehet wie, als wie ein Lamm. Aber hier verherrlicht worden bist. Und in der Johannespassion ist am Schluss auch der Choral, der dann Ostern aufleuchten lässt, als dann vom Tod erwecke mich. Da haben wir sozusagen einen ganz anderen Zug drin, als in der Matthäuspassion. Und Bach hat das in seinen beiden großen Werken in der Unterschiedlichkeit erkannt und wahrgenommen. Ich gehe noch ein bisschen in die Auslegungsgeschichte rein. Johannes ist für ganz viele Ausleger durch alle Epochen durch immer wieder das Besondere, das wertvollste Evangelium gewesen. Wertvoller als die Synoptiker. Und das ist genau etwas, was, also wir haben es gerade in der Frage oder in der Vorstellungsrunde gesehen, dass manche unter uns ja auch ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Johannes haben. Der ist historisch in vielem problematisch. Der sagt nicht einfach, wie es war, der sagt ganz andere Dinge. Der hat eine Christologie, die manchen unter uns sehr kühn und vielleicht zu hoch vorkommt. Gleichwohl, seit früher Zeit ist sozusagen in der Antike der Johannes immer als höherwertig wahrgenommen worden. Adler-Evangelist. Der Adler ist natürlich der, der mit seinen Schwingen sozusagen oben hoch hinausgeht. So etwa der Autor aus
Alexandrien. Clemens von Alexandrien, ein sehr gelehrter frühchristlicher Schriftsteller, der bringt sozusagen die Geschichte, wie die Evangelien nacheinander entstanden sind, und sagt dann, nachdem die anderen Evangelisten die leiblichen Dinge über Jesus aufgeschrieben haben, also das Irdische, die Facts sozusagen, verfasste Johannes durch das Wirken des Heiligen Geistes ein Pneumatikon Evangelion, ein geistliches oder geistiges Evangelium. Dann überlegen, was dieses Pneumatikon hier bedeutet. Aber es ist klar, der überbietet die anderen in gewisser Weise. Er bringt nicht einfach nur Ergänzungen auf der gleichen Ebene, sondern er überbietet sie. Und es gibt dann andere frühe Berichte, die auch noch das so ein bisschen legendarisch ausgestalten, wie sozusagen die anderen Jünger den Johannes aufgefordert haben, das dann jetzt zu machen. Und er guckt dann nochmal, was die da alles so geschrieben haben, und redigiert es dann ein bisschen. Also haben wir dann bis in die späten Timotheus-Akten ganz, ganz spannende Geschichten davon. Ich nenne jetzt mal nur Augustinus. Der schreibt in seinen über 90 Johannespredigten: Unter den vier Büchern eines Evangeliums hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes, welcher gemäß seiner geistigen Erkenntnis dem Adler verglichen wird, höher und weit erhabener als die anderen drei seine Verkündigung erhoben und dadurch auch uns erheben wollen. Also genauso der Adler, der den am höchsten fliegt. Und das ist mit diesem Adlersymbol natürlich dann ausgedrückt. Wir haben ja die Evangelistensymbole, wo dem Johannes der Adler zugeteilt ist. Das hier ist das Bild aus der Bamberger Apokalypse, das wir hier haben. Johannes wird in der Ostkirche, in der Orthodoxie, relativ früh, schon seit Origenes, als Potheologos, als der Theologe bezeichnet. Nicht in dem Sinne, dass er jetzt, wie wir das heute verstehen, wissenschaftlich reflektierte Theologie betreibt, sondern in dem Sinn, dass er am klarsten von der Gottheit Christi spricht und deswegen Theologos ist, ein Prolog eben, und Gott war das Wort, oder beim Thomasbekenntnis am Ende dann mein Herr und mein Gott. Und das ist genau diese hohe Christologie, die das Evangelium rahmt und die sozusagen zum Verständnis auch sehr wesentlich und sehr zentral ist. Und in der Mitte des Evangeliums, in der Rede Jesu, in der Hirtenrede, da ist dann das so ausgedrückt: Ich und der Vater sind eins. Und das ist griechisch ganz klar nicht einer, also keine Verschmelzung, sondern eine Einheit, die durchaus in einer Differenziertheit besteht. Und das sind natürlich dann auch Unterscheidungen, die dann später bis hin in die Trinitätslehre dann auch entsprechend wichtig sind, wo dann der Geist noch dazu kommt. Und dann haben wir natürlich Martin Luther, der in seiner Vorrede zum Neuen Testament, also in der sozusagen Begleitung der seiner ersten Übersetzung des September-Testaments von 1522, schreibt, und das muss man einfach zitieren: Denn nämlich ist Johannes' Evangelium und St. Paulus' Episteln, sonderlich die zu den Römern und St. Peters erste Epistel, der rechte Kern und Mark unter allen Büchern, welche auch billig die ersten sein sollten, und einem jeglichen Christen zu raten wäre, dass er dieselbigen am ersten und allermeisten lese und sich durch täglich Lesen so gemein machte wie das tägliche Brot. Wenn ich gelegentlich mal den Studenten sage, sie könnten ja mal überlegen, ob sie irgendwas davon vom Römerbrief vielleicht auswendig können könnten, dann kriege ich ganz große Augen. Denn in diesen findest du nicht viel Werke und Wundertaten Christi beschrieben. Interessant, Luther findet es toll, dass das Johannesevangelium nicht viele Taten und Wunder Jesu beschreibt, sondern aber gar meisterlich ausgestrichen, wie der Glaube an Christus Sünde, Tod und Hölle überwindet und das Leben Gerechtigkeit und Seligkeit gibt, welches ist die rechte Art des Evangelii, wie du gehört hast. Denn wo ich je der eins mangeln sollte, der Werke oder der Predigt Christi, so wollte ich lieber der Werke als seiner Predigt mangeln. Denn die Werke helfen mir nichts, aber seine Worte, die geben das Leben, wie er selbst sagt. Das ist ganz typisch Luthers Theologie. Das Wort, der Zuspruch, der hilft. Der Bericht darüber, was der Jesus damals irgendwann getan hat, das bleibt fern.
Das hilft mir nichts. Ja, der mag manches getan haben. Aber der Zuspruch, das Wort, du bist geliebt, du bist gerechtfertigt, der ist entscheidend. Und dann kommt dieser ganz berühmte letzte Satz, weil nun Johannes gar wenig Werke von Christo, aber gar viel von seiner Predigt schreibt, wiederum die anderen drei Evangelisten, viel seiner Werke, wenig seiner Worte beschreiben, ist Johannes Evangelium das eine zarte, rechte Hauptevangelium und den anderen dreien weit, weit vorzuziehen und höher zu heben. Also wenig Wundertaten, viele Reden, viele Worte und das findet Luther toll. Und deswegen ist es eben das zarte, rechte Hauptevangelium. Ein Kriterium, was er anlegt, man kann das auch anders anlegen, man kann sagen, ach, ich möchte viel lieber wissen, was der Jesus alles getan hat. Wir haben ein historisches Interesse, die Predigten interessieren uns nicht so, das ist halt Ideologie. Man kann das anders einsehen, aber das ist sozusagen ganz zentral in unserer Tradition. Geht man ein bisschen weiter in die Zeit um des Idealismus der großen Dichter und Denker um 1800, dann wird der Johannes aus einer anderen Richtung interessant, nämlich als der Universale, der sozusagen über dieses jüdische, beschränkte, partikulare hinausweist. Johann Gottfried Herder in seiner Auslegung von Gottes Sohn der Welt Heiland, Johannes ist der Elternevangelien Nachhall im höheren Ton. Johannes erläuterte nicht nur, sondern läuterte selbst die palästinische Evangeliensage, denn sie sollte fortgelten. Er vergaß das Irdische seines palästinischen, an Ort und Zeit gebundenen Freundes, um das Himmlische, das Ewige in ihm darzustellen, das über Ort und Zeit hinausgeht und die ganze Menschheit in sich verbindet. Also, Zeit umschlungen Millionen, das ist sozusagen der Geist der Aufklärung, das Partikuläre, das Palästinische, das Jüdische, die Aufklärung ist durchgehend antijüdisch. Ja klar, weil das Partikuläre des Judentums kann dem aufklärerischen Denken sozusagen niemals genügen. Kant kann sagen, die jüdische Religion ist eigentlich keine Religion, ist gar nichts wert, weil sie nicht universal ist. Das ist bei Herder im Blick auf Johannes so bezogen. Schleiermacher, Romantiker, sagt, das ist der Busenfreund Jesu, der das schreibt. Deswegen der Totaleindruck, das ist echt und alles andere ist viel mehr aus der Distanz wahrgenommen. Oder Fichte in seiner Anweisung zum seligen Leben schätzt das Mystische bei Johannes. Fichte ist einer, der die Geschichte sozusagen gar nicht schätzt und der Geschichtsglaube ist gar nichts wert. Aber das Mystische, dass die Erzählungen symbolisch gedeutet werden, das findet er toll. Schelling, der hat so fast eine Epochenlehre. Ja? Er sagt, die frühe Kirche, das war die petrinische und dann kommt die paulinische, das ist quasi die Reformation und jetzt sind wir an der Schwelle zum neuen Zeitalter. Ökumene, Welt, Johannes, seit umschlungen Millionen. Bei Lessing ist es dann ein drittes Reich, auch das hat was mit der Apokalypse zu tun, aber das ist sozusagen diese jetzt Universalität, die sich da zeigt. Überwindung, sondern das für Schelling schon das postkonfessionelle Zeitalter, was er mit Johannes verbindet. Ich kann auch sagen, die projizieren natürlich alle ihre Ideale in dieses Evangelium rein. Jeder will sich selber darin finden und verpasst damit vielleicht manche anderen Aspekte. Gehen wir noch ins 20. Jahrhundert. Rudolf Bultmann, der bedeutendste Kommentar. Ich würde heute immer sagen, historisch in allem, was er bringt, falsch, theologisch, großartig und genial. Die theologische Auslegung Bultmanns ist großartig. Die Fragen, die er religionsgeschichtlich, literarkritisch nur in die Fußnoten schiebt, wird man heute alles nicht mehr so glauben. Aber für Bultmann ist Johannes modern. Der ist ein protestantischer Worttheologe, der die Wunder, die er erzählt, selber schon nicht mehr glaubt. Großartig. Wenn man sagen kann, der Evangelist glaubt das schon selber nicht mehr, was er schreibt, ach, dann sind wir entlastet. Dann brauchen wir es auch nicht glauben. Das ist genau der Punkt, wo man sozusagen die Faszination auf einer ganz anderen Seite sieht. Existenziales Zeitverständnis. Da hat er seinen Heidegger und sagt, der Johannes, der macht es im Grunde genauso schon, wie wir das jetzt im Anschluss an Heidegger machen. Ist ein bisschen anachronistisch, wenn man den modernen Philosophen in das erste, zweite Jahrhundert hinein
deutet. Er hat das Jüdische am stärksten, die Apokalyptik am stärksten abgestreift. Der Johannes wartet nicht mehr auf einen Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels, redet vom ewigen Leben, redet von einem christlichen, eigentlich christlichen, eschatologischen Bewusstsein, wie Bultmann das sagen würde. Alle diese Ausleger, da kann man wirklich durch die Epochen durchgehen, von Clemens und Augustin über Luther und die Idealisten bis Bultmann, begründen in unterschiedlicher Weise, warum Johannes viel höherwertig und viel besser ist als die anderen. Aber sie begründen es immer mit anderen eigenen Kriterien, weil jeder ein Stück des hinein deutet, was ihm entsprechend wichtig ist. Einmal die symbolische Tiefe oder wenige Wunder, aber viel Predigt oder Universalismus oder philosophische Tendenzen. Ja, Fichte sagt, nur der Philosoph kann nur mit Johannes zusammenkommen, denn der lässt die Philosophie sozusagen gelten. Oder eben die Überwindung der Apokalyptik, des Jüdischen, der Parousieerwartung. Aber für alle ist Johannes höherwertig als die Synoptiker. Ja, und dagegen kommt jetzt sozusagen unsere neuzeitlich-historische Interesse am Ältesten. Und wo wir jetzt merken, naja, das Markus-Evangelium ist das Älteste. Das ist theologisch nicht so ausgebaut und so füllig. Und das ist für ein historisches Denken ist es genau der Grund, weshalb man das auch am Ältesten ansieht. Weil ein Matthäus nachher oder eben ein Johannes theologisch sehr viel mehr ausbauen. Und wir heute sagen, das ist eine Entwicklung, das ist später. Und wir interessieren uns, was ist am Anfang, was sind Quellen für den irdischen Jesus. Und da ist natürlich Markus oder eben die Sprüche, die Matthäus und Lukas gemeinsam haben, sind sozusagen die sehr viel älteren und valideren Quellen. Und da kann man auch sagen, das lässt sich ins Aramäische teilweise zurückübersetzen. Also alle diese Dinge, die uns heute an diesen Quellen erfreuen und an Johannes vielleicht manches problematisch erscheinen lassen, die waren für frühere Ausleger, wurden sie ganz umgekehrt bewertet. Weil für frühere Ausleger eben die hohe Theologie, das Hochsymbolische und so weiter viel, viel wichtiger war. Dazu kommt natürlich dann die traditionelle Zuschreibung an den Johannes, Evangelisten. Steht im Text nicht. Es steht nur eine Überschrift, Evangelion kata Johannen. Im Text selber wird der Johannes nie erwähnt und einmal am Schluss im 21. Kapitel kommen die Zebedaiden vor. Aber seit Ende des 2. Jahrhunderts oder vielleicht schon ein bisschen vorher war es dann in der Kirche weithin die Überzeugung, dass Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an seiner Brust gelegen hatte beim letzten Mal, das Evangelium herausgab, als er sich in Ephesus in der Asia aufhielt. Das ist Irenäus und damit sind wir etwa beim Jahr 180, also vielleicht 70, 80 Jahre nach der Entstehung dieses Werks. Wie der Irenäus selber aus Kleinasien kommend diese Tradition aufgenommen hat, wie sie sich entwickelt hat, ist eine ziemlich komplizierte Sache. Das bräuchte mindestens einen eigenen Vortrag. Es ist deutlich, wir haben im Johannesevangelium diese Figur des Jüngers, den Jesus liebte. Der taucht aber zum ersten Mal auf, im letzten Mal in Johannes 13, wo, anders als in Markus, beim Abendmahl, ja, da ist der Petrus sozusagen der Sprecher, hier ist der sozusagen näher dran. Der Petrus traut sich nicht, Jesus zu fragen, wer ist es, der dich verraten wird. Und dann kommt dieser Jünger, der an seiner Brust oder an seiner Ehrenseite liegt. Da muss man sich ein Symposium vorstellen. Die Leute liegen auf einem Liegepolster zum Essen, in so einem Hufeisenform. Und der Ehrenplatz neben dem Gastgeber oder Tischherrn ist sozusagen dieser Platz. Da liegt dieser, der ist nahe, der kann fragen. Ja, sag's doch nochmal, wer ist es denn? Ja, und dann sagt Jesus, der mit mir in die Schüssel taucht, der ist's. Der Petrus traut sich, also dieser Lieblingsjünger läuft diesem Petrus
immer den Rang ab. Der ist immer eine Nasenspitze voraus. Der ist unterm Kreuz da, wo der Petrus flieht. Der ist am Ostermorgen schneller beim Grab als der Petrus. Daraus hat man dann später geschlossen, der war halt jünger. Völlig, das ist Legendenentwicklung. Ja. Der ist der Erste, der glaubt, der guckt in das Grab rein, sieht, wie das da arrangiert ist und glaubt. Der Petrus steht noch daneben, wie ein Ochs vom Scheunentor. Und am Ende, im letzten Kapitel, im Nachtragskapitel 21, da ist nochmal sozusagen eine gewisse Vergleich zwischen den beiden. Petrus wird das Martyrium geweissagt und über den Lieblingsjünger sagt Jesus, wenn ich will, dass dieser bleibt, bis ich komme, was geht's dich, Petrus, an? Was heißt das, dieser bleibt? Heißt das, der bleibt bis zum Ende da? Oder heißt das, der bleibt in seinem Buch? Die große Frage ist, ist es eine literarische Figur, sozusagen hineingesetzt in andere Erzählungen als ein idealer Glaubender, ein Repräsentant der Jünger? Oder verbirgt sich dahinter tatsächlich eine historische Gestalt? Und wenn ja, welcher Johannes? Denn Euseb, Anfang 4. Jahrhundert, berichtet von zwei Johannesgräbern in Ephesus. Und vorher berichtet schon im 2. Jahrhundert Papias von Hierapolis von einem alten Johannes. Der Papias sagt, der hat Bücher geschrieben und Aussprüche Jesu gesammelt. Er hat in seiner Jugend sozusagen Traditionen gesammelt und geguckt, was Johannes und Matthäus und Petrus und Paulus gesagt haben und was der alte Johannes und Aristion, beide Jünger des Herrn, sagen. Also der junge Papias, sein Buch schreibt um 130, war da vielleicht 80, 90. Für den waren der Johannes, Matthäus, Petrus, alle schon Figuren der Vergangenheit. Aber der alte Johannes, der Presbyter Johannes und der Aristion, die hört er um 90 in Kleinasien. Hierapolis, heute Pamukkale, wo die schönen Sinterterrassen sind, in den, also 200, 150 Kilometer von Ephesus weg. Das ist die Region. Welcher Johannes war denn in Ephesus? Vielleicht nur der alte Johannes als Autorität. Vielleicht, sehr wahrscheinlich, würde ich sagen, gar nicht der Apostel. Denn es gibt eine andere Tradition, dass der Johannes und Jakobus von den Juden getötet wurden. Irgendwann, wahrscheinlich schon früher. Und der Jakobus, von dem wissen wir das, sein Bruder in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, hat sehr früh den Märtyrertod erlitten. Vielleicht der Johannes auch. Aber diese andere Tradition von dem Johannes, der dann in Ephesus bis in die Zeit Trajans lebte und dieses Evangelium herausgab und die Apokalypse schrieb und die Briefe schrieb und zum Adler-Evangelisten wurde, die ist so überwältigend geworden, dass man diese anderen Traditionen vielleicht vergessen hat. Ich habe das jetzt ein bisschen mehr ausgeführt, weil genau diese Fragen da vorhin kamen. Ich bin also der Meinung, dass das Johannesevangelium erstens nicht von einem Augenzeugen geschrieben wurde. Und dass der Johannes Apostel sehr wahrscheinlich gar nie in Ephesus war, wo wir wohl annehmen können, dass das Johannesevangelium seine erste Wirkung gehabt hat, auch mit den Johannesbriefen. Die Apokalypse, da taucht dann ein Name Johannes dann plötzlich auf, würde ich sagen, könnte auch diesem sekundär zugeschrieben sein, aber das ist ein ganz eigenes Problem. Aber das sozusagen für das Evangelium ist es ja wichtig, ist das jetzt von einem Augenzeugen geschrieben oder nicht? Wie kommt das aber dazu, dass man das diesem Lieblingsjünger gleich Johannes zugeschrieben hat? Wenn man die Jüngerberufung in Johannes 1 sich anguckt, da sind die ersten Jünger der Andreas und ein anderer, dessen Name nicht genannt wird. Der Andreas findet seinen Bruder Petrus, der hier auch merkwürdigerweise zurückgesetzt ist. Der andere bleibt ein Rätsel. Dann kommt der Philippus, dann kommt der Nathanael, der gehört gar nicht zum Zwölferkreis. Und wenn man neben Markus liest, da sind Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus. Wenn man das jetzt zusammenliest, dann hat man natürlich die Möglichkeit,
zu überlegen, wer ist in dieser Leerstelle, wer ist dieser unbekannte Jünger? Und diese Leerstelle kann man im Grunde füllen, wenn man Markus daneben hält, sagt er, also gut, der Jakobus ist früh gestorben, das wissen wir aus anderen Quellen, das kann eigentlich nur der Johannes sein. Ich glaube tatsächlich, so ist diese Zuschreibung oder diese Identifikation des unbekannten Jüngers, der nachher mit dem Jünger, den Jesus liebte, verbunden werden kann, mit Johannes verlaufen. Darum reden wir konventionell nach der Überschrift von Johannes, wie der Autor wirklich hieß, ob es der alte Johannes war, ob man da zwei Johannese miteinander verwechselt hat oder ob er anders hieß, wissen wir nicht. Aber wenn das, was wir jetzt in den Tagen miteinander bedenken wollen, valide ist, nämlich dass das Ganze was mit dem Geist zu tun hat, dann ist sozusagen die Frage nach dem Zeugen oder nach der Person, der inspirierten Person, dem Augenzeugen, vielleicht gar nicht so wichtig. Aber das soll keine platte Besänftigung sein, aber ich glaube, theologisch muss man überlegen, woraus kommt eigentlich die Autorität eines Textes. Kommt sie nur daher, dass es der sagt, der jetzt halt dabei war, oder kommt sie aus einer anderen sozusagen Überlegung oder Tradition oder theologischen Denkbewegung heraus? So viel vielleicht als kurze Geschichte zu dem Jünger, den Jesus liebte, und damit gehen wir aber dann doch weiter in die Frage hinein, was denn die Eigentümlichkeit des vierten Evangeliums ist. Vier Evangelisten, vier Blickwinkel, da haben wir nochmal die vier Evangelisten-Symbole, der Engel, der Löwe, der Stier und der Adler. Und jetzt, und wenn wir gleich mit der Passion anfangen, dann ist ja der Unterschied schon mal sehr augenfällig. Letzte Worte Jesu. Kann man natürlich auch schön zusammenstellen, harmonisieren. Die sieben letzte Worte Jesu am Kreuz. Josef Haydn hat eine wunderschöne Musik dazu geschrieben. Aber sie sind eben doch unterschiedlich. Und was war jetzt das Letzte, was er gesagt hat? Wer hat recht? Es gibt eben an dem Punkt keine Möglichkeit, einfach zu harmonisieren und alles irgendwo in einen schönen Zusammenhang zu bringen, sondern die sagen was Unterschiedliches. Markus und Matthäus, der ihm da folgt, haben als letztes Wort Jesu: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und man muss diese Verlassenheit, glaube ich, zunächst einmal ernst nehmen und darf nicht gleich sagen, ja, ja, der Jesus weiß ja schon, dass es nachher gut ausgeht. Das wäre sozusagen zu flach. Ja, da ist Psalm 22, der Klagepsalm eines unter die Räder gekommenen, der nachher doch weitergeht, weil es eigentlich auch ein Danklied ist, wo dann sozusagen die positive Ausgang auch mit thematisiert wird. Aber zu sagen, der Jesus hat, wenn er das am Kreuz sagt, das alles gleich mitgedacht, das wäre falsch. Nein, dieser Jesus bei Markus und bei Matthäus leidet an der Gottverlassenheit. Genauso wie er vorher in Gethsemane betet, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Bei Lukas sieht es schon anders aus. Da sagt Jesus mit Psalm 31, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Das heißt, er ist ein Beter. Psalm 31 ist ja ein jüdischer Sterbenspsalm, später auch in diesem Horizont benutzt. Das heißt, Jesus ist im Grunde ein vorbildlicher Beter, der in seinem Sterben das macht, was zu empfehlen ist, nämlich sich Gott anbefehlen mit diesen Worten. Ja, da wird die Sterbeszene, andere Elemente, die bei Lukas noch besonders sind, die beiden Mitgekreuzigten, die dann entsprechend reagieren. Aber die Sterbeszene wird schon in einer ganz bestimmten neuen Intention umgestaltet. Und bei Johannes stirbt Jesus als der wahre König. Das ist in diesem modernen Kunstwerk auch schon ein bisschen angedeutet, als ob er auf dem Thron sitzt. Ja? Der wahre König, Erhöhung, Verherrlichung, Vollendung seines Werks, es ist vollbracht, es ist vollendet, die Schriften sind erfüllt und es ist vollendet, was sein Auftrag oder sein Werk war.
Das ist sozusagen die Eigentümlichkeit, die wir hier bei Johannes sehen. Und dann haben wir nochmal so eine Stelle. Wir kommen da morgen nochmal sehr viel im Detail auch jeweils drauf. Jesus wird nach den Synoptikern zum Kreuz sozusagen abgeordnet. Er muss den Kreuzesbalken tragen, aber er kann ihn nicht tragen. Er bricht unter dem zusammen. Das ist sozusagen der Querbalken in der Regel, den ein Delinquent eben tragen musste. Und bei den Synoptikern, da kommt ein Simon aus der Kyrenaika, aus dem heutigen Libyen, der Festpilger vermutlich war zum Passafest, der wird gezwungen von den Soldaten, ihm diesen Balken sozusagen stellvertretend zu tragen. Im Johannesevangelium wird ganz betont gesagt, er trug sein Kreuz selber. Jesus freiwillig, souverän, der braucht keinen Helfer, der macht das selbst und geht hinaus zur Schädelstätte, die Golgatha heißt. Auch das konzeptionell was anderes. Dieser Jesus ist sozusagen bewusst, freiwillig, derjenige, der den Auftrag des Vaters erfüllt. Und da sehen wir eben Widersprüche zwischen den Berichten. Und die wurden natürlich in der Antike schon wahrgenommen. Man kann sie nicht einfach harmonisieren. Es gab antike Autoren, die dann sagten, Johannes hat recht und die Synoptiker nicht. Andere sagten, man kann eigentlich, wenn man das nur auf der historischen Ebene betrachtet, kann man das gar nicht lösen. Man muss es auf einer höheren, symbolischen Ebene lösen. Das war Origenes. Es gab im Grunde ganz wenige, die nur den Synoptikern recht gegeben hätten und Johannes verworfen haben. Ganz wenige, die sich aber vor allem dann an einem Gebrauch der Apokalypse in dem sogenannten Montanismus, Prophetenbewegung, gestoßen haben. Meistens hat man in der Antike gesagt, Johannes hat recht. Und die anderen entweder Unrecht oder man beginnt dann harmonistisch das irgendwie ineinander zu bringen. Und diese Lösung hat dann seit Augustinus im Grunde das Mittelalter hindurch weithin Anklang gefunden. Aber es ist für uns natürlich völlig klar, dass wir nicht einfach harmonisieren können, sondern dass wir irgendwo die Texte je für sich in ihren Perspektiven lesen müssen, unterschiedliche Perspektiven. Und darin sind wir im Grunde auch sozusagen in der Spur, die die frühe Kirche gegangen hat. Es gab im 2. Jahrhundert um 170 den Tatian, einen syrischsprachigen Autor, der eine Evangelienharmonie gemacht hat. Der wollte das alles schön zusammen und da fängt es natürlich mit dem Johannesprolog an und dann wird alles andere reingestopft. Die Evangelienharmonie hat im syrischen Bereich relativ lange großen Einfluss gehabt. Die 4 Evangelien wurden spät ins Syrische übersetzt. Aber im Grunde hat sich die Kirche relativ früh entschieden zu sagen, wir behalten lieber 4 unterschiedliche Bilder, als die in eines zusammen. Heute würde man auch sagen, wenn wir jetzt nur einen Bericht hätten, dann wäre der Gedanke, das ist ja einfach ideologisch, unhintergehbar ideologisch, der wäre sehr naheliegend. Also 4 Perspektiven in ihrer Unterschiedlichkeit haben ihren Wert, und das hat schon die frühe Kirche so wahrgenommen und dann später gerade auch Herder dann wieder sehr deutlich ausgesprochen. Also lesen wir die in ihren unterschiedlichen Konzeptionen und jetzt wollen wir uns dem Johannes mal zuwenden. Was ist anders und was ist eigentümlich bei Johannes? Wir müssen betrachten den Aufbau, Gemeinsamkeiten, Differenzen in unterschiedlicher Hinsicht und das wird uns jetzt noch ein bisschen beschäftigen. Ich mache aber vielleicht zwischendurch dann mal so in einer Viertelstunde oder so, machen wir eine Pause, aber jetzt noch ein kleines bisschen einfach mal zum Aufbau. Also, wenn wir Johannes wahrnehmen, am Anfang, das steht jetzt auf der Folie gar nicht drauf, natürlich der Prolog. Im Anfang war das Wort. Prolog. Gibt es das in der Antike? Wenn man da guckt, das gibt es im Theater.
Bevor das Spiel beginnt, tritt einer auf die Bühne und sagt einige Vorsprüche und dann beginnt das Spiel. Das heißt, das ist so eine Art Voreinstellung dessen, ja, des Blickwinkels oder der Sinngehalte, unter deren, denen dann das Folgende irgendwie wahrzunehmen ist. Das heißt, da haben wir im Grunde, meine ich, einen Hinweis darauf, dass dieser Evangelist, der das komponiert hat, dass der mit urbaner Kultur irgendwie was am Hut hat, dass der das Theater kennt. Und wenn er nachher dramaturgisch gekonnt bestimmte Szenen strukturiert, erst recht. Und dann haben wir in diesem Prolog natürlich den Anfang, dem Wort bei Gott, im Grunde eine Überbietung der Schöpfungsgeschichte. Er fängt an und überbietet sozusagen das, was in der griechischen Bibel der Genesis dasteht. Dort heißt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und jetzt im Anfang war und dann erst wurde. Der hat also ein War, das vor dem Wurde ist, vor der Schöpfung, vor aller Zeit, das hat er im Blick. Und da wird diese Jesus-Christus-Geschichte sozusagen verankert. Und dann geht es bis zur Inkarnation und zum Ende dieses dieser Vorrede, dieses Prologs. Und dann fängt die Erzählung erst an. Also ganz anders als die vier anderen Evangelien mit dieser sozusagen diesem Anfang in der unvordenklichen Vorzeit, die wir da haben. Und dann geht sozusagen, man kann das ganze Evangelium aufbauen in zwei große Teile. Ein öffentliches Wirken Jesu, Kapitel 1, 19 bis 12 am Ende. Und dann würde er sagen, das Buch der Vollendung, nicht einfach nur Passion, das sind die Abschiedsgespräche, die Passion und die Osterbegegnungen zusammen. Also 1, 19 bis 12 und dann sind wir 13 bis 21. Zwei große Teile. Ich muss jetzt nicht alle Einzelperikopen nennen, Aufbau, das kann man können wir ein bisschen kürzer machen. Wichtig ist, dass auch da schon, ich habe ein paar unterstrichen, aber lange nicht alle, Geschichten drin sind, die nur Johannes hat. Das Weinwunder, der Nikodemus-Dialog, der Dialog mit der Samaritanerin und so weiter, nachher die Lazarus-Auferweckung, die Fußwaschung und. Was auch wichtig ist, in dem ersten Teil ein sich sozusagen immer stärker entfaltender Disput mit den Judäoi, mit den Juden, Judäern, kann man sich beide Übersetzungen überlegen, die dann am Ende quasi in heftigen Verwerfungen mündet. Der johannäische Jesus nennt diese Judäoi Teufelskinder. Antijüdische Texte im Neuen Testament, ein Problem. Man muss zumindest sagen, das sind Polemiken, die für die Situation des irdischen Jesus, der natürlich Jude war und dessen Zeitgenossen allesamt Juden sind, überhaupt nicht denkbar ist. Das heißt, da sieht man deutlich, da wird theologisch dem Jesus eine spätere Kontroverse in den Mund geschoben oder in diese Zeit eingetragen. Natürlich reden das Evangelium von der Zeit Jesu, aber das, was die sagen, sowohl positiv, christologische Erkenntnis, wer ist dieser Jesus, er ist Gott, als auch umgekehrt, die Juden sagen, du maßt dir etwas an, das ist Blasphemie, er hat Gott gelästert, weil er sich Gottes Sohn nennt. Das ist alles eine Kontroverse aus späterer Zeit, nach dem Jahr 70, da ist der Tempel längst zerstört, nicht mehr in Palästina. Da gibt es, ich würde mal sagen, in Ephesus gibt es eine große jüdische Gemeinde, vielleicht 5% der Bevölkerung, der 300.000 Einwohnerstadt, waren jüdisch. Und dann gibt es eine kleine Gruppe von Jesus-Nachfolgenden. Und die sind natürlich irgendwo, da gibt es Spannungen. Und aus diesen Spannungen raus sind solche gegenseitigen Verwerfungen auch zu verstehen, zumal im Römischen Reich Juden an ehrenwerte und
sozusagen als altehrwürdige Religion geschätzte Stellung hatten. In den Städten in Kleinasien waren die gut vertreten. Es gibt ein bisschen später Belege, archäologische Belege, dass im Theater, da sind sozusagen Namen von Leuten herangeschrieben, das sind jüdische Namen, die hatten im Theater einen Platz reserviert. Ja, also die waren in der Stadtkultur drin. Die Jesus-Nachfolger, diese neue Sekte, das war für die Römer alles ziemlich schwierig. Neuer Aberglaube. Ja, und sobald die Jesus-Nachfolger nicht mehr Teil dieser Synagoge waren, sondern irgendwie eigens wahrgenommen wurden, waren sie in einer ziemlich rechtlich unsicheren Situation. Wenig später hören wir auch aus nördlichen Kleinasien, aus Bithynien, von einem Statthalter, Plinius, der dann an den Kaiser Trajan schreibt und sagt, was soll ich denn mit diesen Christen machen? Nachbarn zeigen mir da Leute an, die sind vielleicht Christen. Und da gibt es eine Rechtspraxis, die werden also irgendwie verhört und dann vielleicht auch gefoltert und am Ende, wenn sie staatsdienlich sind, getötet. Ist es okay? Trajan sagt, wir sind Rom ein Rechtsstaat, also anonyme Denunziationen nicht verfolgen, aber wenn die wirklich kommen, befrag sie mal, lass sie mal einfach vor dem Kaiserbild räuchern und wenn sie dann so blöd sind und so starrsinnig, das nicht zu tun, dann verdienen sie aber auch die Strafe. Das heißt, die Christen waren natürlich irgendwo, sie gehen nicht mit bei den großen Festen, die sind nicht beim Zürichfest und bei irgendwo der Street Parade dabei. Die Nachbarn denken, die sind ein bisschen komisch. Was machen die da so? Da im Geheimen. Was passiert bei denen? Und über solche Verdächtigungen, Denunziationen heraus kommt natürlich plötzlich eine unsichere Rechtslage. Dann kann man leicht sagen, ja, also wenn die Juden jetzt sagen, die gehören nicht mehr zu uns, dann liefern die uns ja ans Messer. Es ist schwer zu rekonstruieren, aber aus solchen sozusagen atmosphärischen Situationen kann man vielleicht historisch erklären, wie es auch zu diesen antijüdischen Aussagen kommt. Gleichwohl ist das Johannesevangelium natürlich auch da ein gefährlicher Text und man kann diese Aussagen auch nicht einfach unkommentiert sozusagen wiederholen, sondern muss immer etwas dazu sagen. Ich überspringe jetzt diese ganze Aufbaugeschichte mal im Detail und sage zusammenfassend, grob entspricht der Aufbau des Johannes dem der anderen Evangelien. Von Begegnung Jesu mit Johannes dem Täufer bis zu Passion und Ostern. Aber es gibt Differenzen. Bei Johannes reist Jesus immer wieder nach Jerusalem. Mehrere Festreisen. Bleibt dort auch länger, während er im Markus-Evangelium zuerst in Galiläa ist, dann einmal nach Jerusalem geht und dort stirbt. Es gibt eine Dramaturgie, die in diesem Teil bis Kapitel 12 zunimmt. Der Konflikt mit den Juden. Und dann verbirgt sich Jesus vor ihnen, ist nur noch im Kreis seiner Jünger, erklärt ihnen in den Abschiedsreden vieles. Und dann kommt die Passionsgeschichte, wo dann die Menge oder die Hohenpriester wieder eine Rolle spielen. Es gibt bei Johannes eine offene Verkündigung der Würde Jesu, seiner Messianität. Ich bin's, der mit dir redet, sagt er zur Samaritanerin. Er nennt sich Sohn Gottes und so weiter. Während wir im Markus-Evangelium immer haben, also nach außen hin, bitte schweigt die Jünger nach der Verklärungsperikope sollen schweigen bis Ostern. Also keine Messianität, man redet von einem Messias-Geheimnis, das ist ein bisschen ein problematischer Begriff, aber es ist klar, in den Synoptikern verkündigt Jesus das Reich Gottes, bei Johannes verkündigt er sich selbst. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Also im Grunde mit einer Formulierung, die im Alten Testament, ich bin der Ich Bin, am Dornbusch, oder im zweiten Teil des Jesaja-Buches, immer wieder, ich bin dein Helfer und so weiter, Gottes Offenbarung bringt.
Jesus offenbart sich bei Johannes als Gott. Das Ganze wird auch in diesen Wundergeschichten sozusagen narrativ umgesetzt. Wenn er den Lazarus aus dem Grab holt, dann macht er was, was eigentlich nur Gott macht. Also es wird erzählerisch umgesetzt, was im Hintergrund steht, wer dieser Jesus ist. Andere Erzählungen sind symbolisch gedeutet. Fußwaschung, ja, ein Zeichen, das der Petrus jetzt noch nicht versteht, das aber später dann verstanden wird. Fußwaschungserzählung als eine ja, fast vorweg Vorausdarstellung dessen, was der Gang Jesu in den Tod sein soll. Und dann ganz auffällig in der Komposition die Abschiedsredengespräche, Kapitel 13 bis 17. 5 Kapitel, Vorbereitung, redende Vorbereitung auf das Verständnis der Passion. Das haben wir sonst nirgendwo. Das wird sozusagen vorweg wird instruiert schon, in welchen Horizonten die dann erst anfangende Geschichte zu geschehen hat. Warum ist das so wichtig? Offenbar kommt es dem Johannes ganz stark darauf an, dass gerade das richtig verstanden wird und nicht falsch. Darüber werden wir uns morgen intensiv Gedanken machen. Naja, und dann eben der Prolog am Anfang. Auch da schon. Wir werden als Leserinnen und Leser instruiert. So sollen wir diese Figur verstehen. Nachher kommen die Jünger, die in der Geschichte sind. Die verstehen gar nichts. Und wir verstehen es besser als die. Das ist eine tolle Dynamik, die man auch sozusagen literaturwissenschaftlich entsprechend analysieren kann. Was passiert, wenn die Leserschaft schon vorinformiert ist und die Figuren in der Geschichte sozusagen sehr plump und kenntnislos reagieren? Wir fragen uns in der Fußwaschung, warum kann der Petrus so missverstehen? Erst will er es gar nicht und dann will er ganz gebadet sein und er begreift überhaupt nichts. Du bist ja schon so lange unterwegs mit diesem Jesus, jetzt müsste es doch eigentlich, und ist es jetzt einfach Petrus-Bashing aus dem Johannesevangelium oder ist es eine sozusagen ganz geschickte didaktische Figur, dass wir hier merken, auch die Jünger Jesu, auch die, die da dabei waren, die haben es nicht verstanden. Also sollten wir doch besser nicht denken, ach, wäre das schön, wenn wir dabei gewesen wären. Dann wäre es einfach zu glauben. Nee, die verstanden gar nichts. Erst durch die Erklärung, erst durch dieses Buch, erst im Nachhinein, in einer anderen Situation, da verstehen die Jünger, und da verstehen wir, und wir brauchen sozusagen diese andere Situation, oder wir brauchen, dass Jesus weggeht, wir brauchen den Geist, dann haben wir genau diese schöne Geschichte, auch bei den Ostergeschichten vorhin wurde es genannt, als die Maria Magdalena dem Jesus begegnet, oder meint, sie begegnet dem Gärtner, und sie sucht den Leichnam, wo hast du ihn hingelegt? Sie will an dem Leichnam sozusagen festhalten, und Jesus sagt zu ihr, halte mich nicht fest. Und klassisch übersetzt, rühre mich nicht an, ist falsch. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das heißt, diese Haltung, den irdischen, den vergangenen Jesus, den Leichnam festzuhalten, die ist aufzugeben. Und sie soll sich mit der neuen Situation, mit dem, dass Jesus unsichtbar ist, dass er weg ist, arrangieren und diese Situation als eine verbesserte, als eine Chance zum besseren Verständnis zu begreifen. Und das ist natürlich genau das, wo dann auch die Gemeinde, die nach Ostern lebt, 70 Jahre nach Ostern, irgendwo, die haben ihre Nachbarn und sagen, zeig uns doch deinen Gott. Ja, jeder hat seinen Hausgott irgendwo in seinem Haus irgendwo, die Laren, die im römischen Haushalt waren, selbstverständlich. Diese Jesus-Nachfolger können, nee, der ist nicht da, er ist unsichtbar. Ach, bist du aber blöd, hat unsichtbaren Gott, was willst du denn eigentlich? Ja, genau diese Verunsicherung ist der Glaube an einen, der nicht mehr da ist. Ist der überhaupt valide? Kann dem nichts vorweisen, ich kann mich auch nicht richtig verteidigen und sagen, da ist es.
wer hilft in der Situation? Da kommt bei Johannes dann sozusagen die Hilfe durch den Geist, der als Parakletos, als Anwalt, als Tröster, übersetzte Luther, ist nicht ganz richtig, eher als Herbeigerufener, als Advokat, den Menschen hilft, in der Situation sich zu verteidigen oder die, das Recht ihres eigenen Glaubens wieder zu sehen. In dieser Situation, dieser Grundanfechtung, die man jetzt nicht nur historisch auf 5 Jahre, 10 Jahre da genau festmachen kann, da eine Verfolgung oder so, sondern eine Grundsituation, in der will dieses Evangelium helfen. Und es wurde vorhin auch nach der Entstehungssituation gefragt, selbst wenn sich das nicht auf 5 Jahre hin oder her genau festmachen lässt, ich glaube, das Evangelium trifft sozusagen die Grundnot der Gemeinde, der Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger zwischen Ostern und Parousie. Er ist weg. Sie fühlen sich verwaist. Sie sind verunsichert, weil er unsichtbar ist. Sie sind in Trauer. Ja, und dann wird ihnen gesagt, eigentlich seid ihr nicht allein. Eigentlich habt ihr den Beistand, der bei euch ist. Eigentlich gehören euch Freude und Friede und all diese Dinge. Nehmt das wahr und vor allem nehmt dieses Kreuzesgeschehen nicht falsch wahr. Nicht so, als hätte sich da Jesus einfach verabschiedet als ein Scheiternder, sondern das ist der neue Anfang. Das ist der Antritt seiner Herrschaft als der, der über die herrscht, die sein Wort hören. Und dieses Wort ist natürlich nicht nur das historische damals, sondern das ist das, wie es in dem Buch umgesetzt wird. Also die Gliederung des Johannesevangeliums an sich relativ übersichtlich noch einmal: Prolog am Anfang, Wirken des Offenbarers vor der Welt, Offenbarung vor den Seinen, Passion und Auferstehung, und die beiden kann man eigentlich zusammennehmen als Vollendung, sozusagen das Buch der Vollendung. Dann haben wir einen ersten, ja, Buchschluss, Epilog, viele andere Dinge, Zeichen hat Jesus getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass er der Christus, der Sohn Gottes ist und durch den Glauben an ihn das Leben habt. Und dann kommt noch einmal eine Erscheinung am See, österliche Erscheinung, das Osterfrühstück am See. Und dann nochmal ein Buchschluss, wo es heißt, ich glaube, die Welt würde die Bücher nicht fassen, die über den zu schreiben wären. Johannes ist ein, man kann es eigentlich nur auf Englisch sagen, ein bookish Buch. Das fängt an, überbietet die Bibel, die Genesis, und am Schluss redet es von Bibliotheken, die keinen Platz haben für alles, was da geschrieben werden könnte. Das könnten unsere theologischen Bibliotheken sein. Und wenn man sich deutlich macht, um 110 wurde in Ephesus die berühmte Celsus-Bibliothek gebaut. Also ein großartiges Gebäude, was man heute, die Fassade kann man schön sehen in Ephesus. Das ist eine Welt von Büchern und in die ist das Ganze sozusagen hineingeschrieben. Und damit sind wir wieder in sozusagen noch städtischen Kultur, in die manches auch hinein übersetzt werden muss und musste. Ich würde vorschlagen, ich mache jetzt mal eine kurze Verschnaufpause und dann würde ich nachher nochmal so eine halbe Stunde oder so anfügen, aber können gerne 10 Minuten mal Verschnaufpause machen. Nach, pünktlich 5 nach. Ne? So, ich hoffe, alle sind wieder ein bisschen erfrischt und mit Sauerstoff versehen. Braucht man ja auch, um dem Ganzen irgendwie da folgen zu können. Ich versuche es jetzt ein bisschen komprimiert zu machen und manche der Interessen und der Nebenfragen, die vorher genannt wurden, habe ich ja vorhin schon etwas eingeflochten. Es geht jetzt darum, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Johannes und den synoptischen Evangelien nochmal miteinander zu reflektieren und zu überlegen, wie das mit dem Verhältnis, auch Abhängigkeitsverhältnis, dann die Frage zu beantworten ist. Grundsätzlich, Johannes ist ein Evangelium, banal, aber immerhin, Überschrift
Evangelion kata Johannen, also nach Johannes, nicht Evangelium des Johannes, weil die frühen, muss sagen, die Überschriften zugesetzt haben, die gehören überall wohl nicht zum ältesten Text. Das ist wie ein Bibliotheksbuchrücken oder ein Bibliotheksschild. Ja, wenn man eine Bibliothek hat und mehrere Bücher hat, dann braucht man ein Schild, was ist da drin? Wenn man nur eines hat, braucht man das nicht. Also, die haben formuliert, es ist ein Evangelium, aber in unterschiedlichen Versionen oder unterschiedlichen, nach unterschiedlichen Zeugen. Das ist der Clou dieser Überschriften. Eine Vita Jesu von der Begegnung mit Johannes dem Täufer bis Passion und Ostern. Ab 1,19 beginnt die Erzählung. Aber wenn man es dann schaut mit sozusagen den anderen im Vergleich, ist Johannes stärker dialogisch, stärker dramatisch ausgestaltet. Aber es ist nicht eine Predigt, es ist nicht ein theologischer Traktat, es ist nicht ein Drama, es ist nicht ein Offenbarungsdialog. Das wären sozusagen unterschiedliche Textsorten, die man vergleichen könnte. Insofern ist es die gleiche Gattung, wie Markus vielleicht 30 Jahre früher entwickelt hat, nämlich eine biografische Jesus-Erzählung mit verkündigendem Interesse in einer bestimmten Richtung. Biografisch natürlich in großer Selektion, weil sich die Evangelien natürlich nicht für die sozusagen Geschichte des heranwachsenden Jesus und all diese Dinge interessieren, sondern nur auf das konzentrieren, was sein Auftreten betrifft. Für Markus, den Matthäus und Lukas war das dann irgendwann schon mal nicht genug. Die haben dann Vorgeschichten, Weihnachtsgeschichten und sowas davor gesetzt, weil es zu der gescheiten Biografie gehört natürlich auch, wo kommt denn der her? Johannes fängt noch mal weiter vorne an, wie wir gerade im Blick auf den Prolog uns vergegenwärtigt haben. Es gibt aber doch viele Erzählungen und viele Elemente, die gemeinsam haben. Johannes der Täufer kommt vor, wenn er ganz anders dargestellt wird. Die Berufung der Jünger, auch die wird ganz anders dargestellt. Interessant. Tempelreinigung, gleich am Anfang des Evangeliums, aber sie ist bei beiden, bei den Synoptikern und bei Johannes da. Die Heilung des Knechtes des Hauptmanns von Kapernaum oder des Sohnes des königlichen Beamten ist eine ganz ähnliche Erzählung. Speisung der 5000, Seewandel, Petrusbekenntnis, die Salbung durch eine Frau, der Einzug in Jerusalem, die Hauptteile der Passionsgeschichte, das leere Grab und Erscheinungen bei Markus sozusagen erst in einem Nachtrag. Wir finden auch Gemeinsamkeiten in bestimmten gemeinsamen Worten, zum Beispiel wo Johannes der Täufer sagt, ich bin eine Stimme zu rufen in der Wüste, bereite den Weg dem Herrn, haben wir in Markus sozusagen in der Überschrift, bei Johannes dem Täufer sagt er es für sich selber, solche Dinge, also gemeinsame Worte haben wir. Wir haben auch Erzählmotive, Ostererscheinungen, Petrusbekenntnis und so weiter. Wir haben ein bisschen besondere Nähe zur lukanischen Tradition, der reiche Fischzug, der bei Lukas 5 den Petrus betrifft, bei Johannes 21 alle Jünger. Lukas hat ein paar Abschiedsworte beim letzten Mal. Johannes macht dann große Abschiedsreden. Der Verrat durch den Judas wird bei Lukas genauso wie bei Johannes noch ein bisschen stärker diabolisiert. Also da gibt es interessante Verbindungen auch zwischen Lukas und Johannes nochmal. Und dann gibt es, wenn man mit Markus vergleicht, tatsächlich eine Sequenz, die im Aufbau relativ ähnlich ist. Speisung, Seewandel, Überfahrt über den See, die Zeichenforderung der Juden und das Petrusbekenntnis, die bei Markus, da ist Kapitel 7 sozusagen zwischengeschoben, in der gleichen Reihenfolge vorkommen wie bei Johannes. Dann gibt es natürlich auch Unterschiede. Was fehlt bei Johannes? Keine Vorgeschichten, also nichts von Weihnachten. Die kürzeste Weihnachtsgeschichte wurde vorhin gesagt, nämlich das Wort wurde Fleisch. Keine Gleichnisse in diesem Sinn, wie sie in den Synoptikern da sind. Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis, sondern stattdessen lange Bildreden. Keine Bergpredigt. Keine Endzeitrede. Keine
Einsetzung des Abendmahls. Stattdessen Hochzeit zu Kana, Auferweckung des Lazarus, Nikodemus, Samaritanerin, Fußwaschung oder der Thomas. Und manches ist eben auch signifikant anders gestaltet. Johannes der Täufer ist kein Bußprediger mit hehrem Gewand und die Axt ist den Bäumen an die Wurzel gelegt, sondern er macht nur eines, er ist Zeuge Christi, dieser ist das Lamm Gottes, nichts anderes. Das eine wird völlig getilgt und das andere wird dazugesetzt. Das Pilatus-Verhör, werden wir morgen noch ausführlich angucken, ist dramaturgisch in 7 Szenen aufgebaut. Bei Markus ist es eine relativ unspektakuläre Sache. Und da ist es eine theologische Wucht sozusagen. Und eben das letzte Wort am Kreuz haben wir uns schon angeschaut. Wir haben bei Johannes, wenn man sie so zählen will, 7 als Zeichen gekennzeichnete Wundergeschichten. Wir haben 7 Ich-Bin-Worte. Immer kann man fragen, sind es wirklich 7 oder kann man da nochmal eins dazu zählen? Es gibt Freunde, die die 7-Zahl mögen, die haben das dann immer so systematisiert. Bin da ein bisschen skeptisch. Die Frage ist, wie hängt das Ganze mit den Synoptikern zusammen? Mit Markus oder überhaupt mit allen Synoptikern? Ist Johannes abhängig davon oder unabhängig? Und hat Johannes dann eigene Quellen, die selber weiter zurückreichen? Was zählt mehr, die Gemeinsamkeiten oder die Differenzen? Man könnte sagen, es ist so viel unterschiedlich, wie kann der das dann kennen? Man kann aber auch anders sagen. Wenn an einer Stelle beweisbar oder plausibel zu machen ist, dass er das kennt, dann muss man umgekehrt überlegen, warum hat er dann so viel anderes? Warum unterscheidet sich dann so? Und wenn diese Sequenz, die wir vorhin gesehen haben, gleiche Abfolge, vielleicht auf eine Kenntnis schließen lassen könnte, dann ist umgekehrt die Frage, was steckt dahinter, dass er das so anders erzählt, warum macht er das? Und dann wieder unsere Eingangsfrage, darf der das, wie kann er so kühn sein? Wenn er eigene Quellen hätte, und das hat die Forschung natürlich lange Zeit versucht, literarkritisch aus dem Johannes sozusagen eigene Quellen herauszuarbeiten. Rudolf Bultmann in seinem Kommentar war sozusagen der prominenteste Entwurf davon. Dann haben diese Quellen natürlich einen eigenen, vielleicht nochmal geschichtlichen Wert oder einen Wert zu sagen, das kommt aus einem bestimmten Milieu. Und bei Bultmann war das dann ein gnostisierendes Täufermilieu. Der hat noch geglaubt, dass es die Gnosis um diese Zeit gegeben hätte. Glaubt heute kein Mensch mehr. Aber wenn er nicht eigene Quellen hat, wenn er Markus kennt, dann ist sozusagen der historische Wert beim Markus-Evangelium. Und Johannes ist in den meisten Fällen nicht etwas, was historisch zusätzliche Informationen gibt, sondern eben dann als theologische Weiterdeutung, Andersdeutung zu verstehen ist. Gehen wir nochmal in ein paar dieser Differenzen rein, dann versuche ich Ihnen an einem Beispiel zu plausibel zu machen, dass er Markus kennt und Markus kritisch interpretiert und sich sozusagen neben den Markus ransetzt. Chronologische, topografische Struktur, wir haben gerade schon davon geredet. Bei Johannes ist Jesus viel mehr in Judäa, in Jerusalem zugange und es hat diese ganzen Festreisen, wie auch immer die jetzt in dem Bericht zustande kommen, das ist ein Unterschied. Damit haben wir ein Wirken Jesu von 2 bis 3 Jahren, während wir bei Markus, wo die Passafeste zählt, eben maximal 1 Jahr haben. Kann man jetzt sagen, beides kann Konstruktion sein. Auch Markus kann theologische Konstruktion sein. Vielleicht hat Jesus länger gewirkt als vielleicht war er auch öfter in Jerusalem. Also sozusagen da allein zu entscheiden, kann man noch nicht gleich. Das machen wir jetzt etwas kürzer. Die Chronologie der Passion, genau, gehen wir mal von dem aus. Die Chronologie der Passion ist auch ein signifikanter, ziemlich komplizierter Unterschied. Wir haben bei den Synoptikern, also jüdisches Passafest ist der 15. des Monats Nisan.
Und am Tag vor dem Passafest, am Vorabend, ist der Sederabend, am 14. des Monats Nisan. Und nach den Synoptikern haben wir jetzt am 14. Nisan ein Passamahl Jesu mit seinen Jüngern, wo die Einsetzungsworte oder die Abendmahlsworte gesprochen werden, und haben die Kreuzigung am Festtag, am hohen Feiertag sozusagen, was die Römer nicht kümmern musste, und haben dann den Sabbat und haben den Sonntag sozusagen dann als ersten Tag der Woche mit den Osterereignissen. Das ist die synoptische Darstellung. Und wichtig ist natürlich immer, wie verhalten sich Wochentage, Sabbat, zu den Tagen, also vom 15. Nisan zum kalendarischen Tag. Man sieht natürlich, diese beiden Varianten können nicht aufs gleiche Jahr passen. Da kriegen wir eine Schwierigkeit. Bei Johannes jedenfalls haben wir kein Passamahl, sondern Jesus stirbt am Tag, bevor das Passa gefeiert wird, nämlich etwa um die Zeit, wo die Passa-Lämmer im Tempel geschlachtet werden, und die Hohepriester wollen den Amtssitz des Römers Pilatus nicht betreten, um sich nicht vor dem Fest zu verunreinigen. Aus dieser chronologischen Notiz kann man entnehmen, Johannes konstruiert seine Chronologie anders. Da ist nämlich das Passafest auf den Sabbat. Und da heißt es dann zugleich, und der Sabbat war ein großer, ja, ein sehr großer, das sind sozusagen zwei Feste fallen aufeinander. Jesus stirbt am Rüsttag zur Zeit, als die Passalämmer geschlachtet werden, und damit am Freitag 14. Nisan. Damit ist natürlich eines für Johannes nahegelegt, dass er, das passt dann zu dem Wort des Johannes des Täufers, dieses das Lamm Gottes, dass er Jesus als das wahre, das eigentliche Passalamm sozusagen darstellen will. Wenn man auch da wieder historisch fragt, wie kann man, was verdient den Vorzug, dann wäre diese theologische Interpretation wahrscheinlich eher als theologische Interpretation zu verstehen, und dann würde ich persönlich dem Markus-Evangelium historisch den Vorzug geben und sagen, okay, Jesus hat ein Passamahl gefeiert. Das ist in den Abendmahlsworten auch noch irgendwo erkennbar. Und sie sprechen den Lobgesang, die Hallel-Psalmen und so weiter. Das bezieht sich auf die jüdische Passaliturgie. Das verdient historisch mehr Vertrauen, und dass die Römer ihn dann am Feiertag mit zur Abschreckung kreuzigen, dass die kümmert der Feiertag sozusagen nicht. Geh mal. Andere Besonderheiten. Ja, doch eine ganz kurze Sache zu den Wundererzählungen. Die Schnittmenge ist natürlich gering. Allerdings könnte man bei manchen Wundererzählungen, irgendwie geht es ums Ähnliche. Blind geboren noch und Blindenheilungen. Lazarus und andere Totenauferweckung. Und es gibt auch noch das Gleichnis vom armen Lazarus bei Lukas, wo es nachher heißt, und wenn Lazarus von den Toten auferstünde und ihnen sagen würde, dann würden sie doch nicht glauben. Genau das passiert bei Johannes. Interessant. Johannes erzählt was, was bei Lukas noch ein Gleichnis ist. Schwierige Fragen. Redestoff. Einfacher einzusehen bei den Synoptikern haben wir relativ kurze Sprüche, Maschallstruktur, Maschalim, die geformt sind. Bei Johannes haben wir ausgedehnte Reden mit einem spiralischen Gang, ziemlich langatmig manchmal, Dialoge, die in Gedanken lang entfalten. Wir haben keine Gleichnisse bei Johannes. Was heißt das? Wie hat Jesus geredet? Wer hat recht? Es gibt immer wieder fromme Leute, die sagen, das muss man doch irgendwie zusammenkriegen. Ah, hat er beides geredet. Mal so. Vielleicht zu den öffentlich so und zu den Jüngern anders. Irgendwie funktioniert das nicht. Wenn man ehrlich, aufrichtig mit diesen Phänomenen umgeht, muss man im Grunde sagen,
entweder Johannes hat recht oder die Synoptiker haben recht. Entweder Jesus hat so geredet wie die Synoptiker oder so wie bei Johannes. Wenn man dann wahrnimmt, dass bei Johannes die gleiche Sprache sowohl Jesus als auch der Täufer, als auch der Evangelist, wenn er seine Bemerkungen macht, als auch der Briefautor des ersten Johannesbriefs hat, dann bleibt für mich nur die Konsequenz zu sagen, im Johannesevangelium wird im Grunde die Sprache, sagen wir, dieses Kreises oder dieser Gemeinschaft von Nachfolgern, der den Evangelist angehört, auch Jesus in den Mund gelegt. Das heißt, historisch hat Jesus eher mit solchen kurzen Sprüchen und Gleichnissen und so weiter geredet, wie wir es in den Synoptikern haben. Und da haben wir auch bei manchen Texten durchaus die Möglichkeit einer, zumindest nicht Rückübersetzung, aber einer Nähe zur Sprachstruktur des Aramäischen, wo man sagen kann, das kommt aus dem semitischen Umfeld so. Bei Johannes ist die Transformation eine größere. Und dann der Inhalt der Botschaft natürlich nochmal. Jesus verkündigt bei Johannes nicht das Reich Gottes, sondern sich selber, habe er vorhin schon gesagt. Das Reich Gottes ist schon belegt. In 3,3 und 3,5 am Anfang vom Nikodemus-Gespräch, wenn jemand nicht von oben oder von Neuem geboren wird, so kann er das, die Basileia tu Theou, das Reich Gottes, nicht sehen. Und dann wird in diesem Gespräch der Begriff Reich Gottes irgendwie mit ewiges Leben in Verbindung gebracht, als ob da sozusagen übersetzt würde, als ob Johannes ein Begriff, der da in Palästina durchaus verständlich gewesen sein mochte, aber jetzt für seine Leser und Adressaten vielleicht unverständlich ist, in einen neuen Begriff übersetzt. Und jetzt ist ewiges Leben sozusagen der Kernbegriff, der Heilsbegriff. Und Königtum Gottes kommt nicht mehr vor. Aber am Ende, im Pilatus-Dialog, sagt Jesus, ich bin ein König. Das heißt, das Königtum Gottes wird in das Königtum Jesu überführt. Der ist der wahre König, der vom Kreuz aus herrscht. Oder in ihm ist dann das Königtum Gottes repräsentiert und ausgeführt. Also da haben wir Übersetzungsprozesse, die nicht einfach nur die Sprache betreffen, sondern auch Kernbegriffe und Kernvorstellungen betreffen. Und dann haben wir natürlich in der Christologie, auch das, darüber haben wir gerade schon geredet, dass das die Würde Jesu von Anfang an ganz offen ausgesprochen wird. Im ersten Kapitel kommen alle möglichen Titel vor: der Auserwählte Gottes, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, der Menschensohn, der König Israels. Alles ist da. Er ist von Anfang an der fleischgewordene Logos, das Wort Gottes, der vom Himmel gekommen ist. Und merkwürdigerweise diese Paradoxie, natürlich ist er Mensch. Und alle diejenigen, die dann später in der griechischen Tradition natürlich damit Schwierigkeiten hatten, verkennen etwas. Der ist dieser Jesus, hat Trauer, der hat Emotionen, der hat Durst, der stirbt am Ende nackt am Kreuz, kein Lendenschurz. Sein letztes Hemd, sein Mantel wird ihm, also sein Unterrock wird ihm genommen und verlost. Äußerste Entwürdigung, das weiß man, wenn man das liest. Man kann nicht bestreiten, dass da noch die Menschlichkeit irgendwo da, die ist da, die bleibt. Trotzdem ist dieser Jesus zugleich so, dass er sich ganz eigentümlich psychologisch nicht nachvollziehbar verhält, dass er am Anfang seine Mutter, die sagt, Bub, der Wein ist aus, kann ich mal helfen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, Weib, so abbürstet. Ja? Oder dass er bei Lazarus, als ihm gesagt wird, dein Freund ist krank, noch 2 Tage an dem Ort bleibt, bis der Lazarus vollends gestorben ist, und sich dann mal auf den Weg macht, um ihn dann umso mehr aus dem Grab rauszuholen. Man sagt, zynisch. Ist dieser Jesus zynisch? Jedenfalls verhält er sich in einer Weise, die psychologisch nicht nachvollziehbar ist. Und man kann sich dann nur überlegen, was soll dieser Text bei uns Lesern auslösen, auch mit einem Befremden zunächst mal irgendwo
auslösen, dass wir uns dann weiter Gedanken machen, handelt dieser Jesus eben unabhängig von menschlichen Einflüsterern, ob seine Mutter oder die Freunde ihm da was haben. Nee, er handelt, wenn seine Zeit gekommen ist. Und dann handelt er nochmal ganz anders, als sie es erwartet haben. Das würde eben auch für uns dann heißen, dass sozusagen die Christologie, die wir an ihn herantragen, durch den Text nochmal irgendwie modifiziert oder kontrolliert oder korrigiert werden soll. Wird es zu kalt? Okay. In der Forschung hat man bis in die 1930er Jahre hinein eigentlich ganz fest immer davon geredet, Johannes ist von den Synoptikern abhängig. Das war, er hat als letzter geschrieben, er kennt die oder er kennt einen Teil davon. Dann hat ein Cambridger Clergyman, ein anglikanischer Kirchenmann, hat ein Büchlein geschrieben und gesagt, ja, die Unterschiede sind ja viel größer als die Gemeinsamkeiten. Der kann da gar nicht, der kann das gar nicht wissen. Nach den 30er Jahren, Zweiter Weltkrieg, war sozusagen Funkstille in der Forschung, sowohl zwischen Deutschland und England. Und danach kam der große englische Exeget Charles Harold Dodd aus Cambridge und Rudolf Bultmann mit seiner Schule und sagten, ach, der Herr Gardner-Smith hat bewiesen, dass das unabhängig ist. Das passt natürlich in unser System. Bultmann hat ganz viele schöne Quellen hinter dem Johannesevangelium finden wollen. Dodd hat zu seinem platonischen Hintergrund gesehen und da passt es auch, die Unabhängigkeit. Und von daher ist die Forschung bis in die 80er, 90er Jahre eigentlich mehrheitlich von der Unabhängigkeit ausgegangen. Jetzt hat sich wieder einiges gedreht. Inzwischen sind die meisten Kollegen überzeugt, Johannes kennt zumindest Markus. Manche würden auch sagen, er kennt Lukas. Ich habe da jetzt gerade einen Doktoranden dran setzen. Bin mal gespannt, wie das da so funktioniert. Ein Beleg dafür, dass er Markus kennt und was er mit Markus macht, ich glaube, das Schönste ist die Gethsemane-Perikope. Wenn Sie die Gethsemane-Perikope sich vergegenwärtigen, Markus 14, 32 bis 42, da steht natürlich zunächst mal davon, dass Jesus unruhig und sozusagen in seinem Herzen tief angefochten ist. Und dann kommt dieses Gebet, das uns mitgeteilt wird, dreimal, die Jünger schlafen. Und dann heißt, dann sagt Jesus, es ist genug, die Stunde ist da, es kommt, der mich verraten wird. Steht auf, lasst uns weggehen. Und dann gehen sie in den Garten Gethsemane. Bei Johannes haben wir nach der ersten Abschiedsrede in 14,31 plötzlich die Worte, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Ein exaktes Zitat des Markus-Textes, obwohl dann Jesus immer noch weiterredet und weiterredet, drei Kapitel, bis sie dann tatsächlich in den Garten gehen. Ist das abhängig von Markus? Allein würde das wahrscheinlich noch nicht beweiskräftig sein. Dann kommt aber die Sache, dass in Markus 14,41 der Jesus sagt, gekommen ist die Stunde. Und zwar die Stunde bezogen auf seinen Tod. Wir haben bei Johannes ja diesen Begriff meine Stunde, die Stunde Jesu. Immer bezogen auf sozusagen, wenn er getötet wird. Das wird fast zu einem Kernbegriff. In Johannes 12,23 sagt Jesus, gekommen ist die Stunde, dass der Menschensohn getötet werden muss, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein und so weiter. Da wird die Stunde proklamiert. Vorher bei der Kana, dem Kana-Wunder heißt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Leser überlegen sich, was ist seine Stunde, was ist es eigentlich? Dann in 7,30, in 8,20 wollen Leute ihn steinigen und dann heißt es, er ging hinweg, unbeschadet, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aha, die Stunde hat etwas mit getötet werden zu tun und die ist noch nicht da, also kann er nochmal gehen. Und dann in 12,23 kommt die Proklamation, gekommen ist meine Stunde, das Weizenkorn muss sterben und so weiter. Damit ist klar, die Stunde Jesu ist die Stunde seines Todes. Und das haben wir eben jetzt
in Johannes 12, 27, wo Jesus sagt, was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Vorher heißt es, meine Seele ist betrübt. Das ist genau diese Szene. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Nein, oder doch, darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Das heißt, der johannäische Jesus erwägt sozusagen ein bestimmtes Gebet, was dem entspricht, was im Markus-Evangelium in Gethsemane gesagt wird. Ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und lehnt das ab und sagt, nein, so will ich nicht beten, denn darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen, er betet anders. Da haben wir noch viel deutlicher eine kritische Auseinandersetzung mit einer Szene, die man eigentlich nur auf das Gethsemane beziehen kann. Dann haben wir Johannes 18, 11 nach dem Schwerthieb, der bei Johannes dem Petrus zugeschrieben wird. Der ist der Feurige, ja. Soll ich den Becher nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Das heißt, an diesen Stellen, diese beiden und dann noch dieses merkwürdige Zitat in der Abschiedsrede, an drei Stellen wird im Johannesevangelium auf diese Markus-Gethsemane-Geschichte irgendwie Bezug genommen. Und zwar anders, umwendend, kritisch. Jetzt kann man euch sagen, okay, die sind irgendwie abhängig voneinander. In welche Richtung lässt sich denn eine Abhängigkeit bestimmen? Naja, man könnte aus den drei johannäischen Schnipseln nicht die Markus-Geschichte zusammenstellen. Das würde nicht gehen. Also man kann nicht sagen, Johannes ist die Grundlage und Markus ist dann das Resultat. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn die Markus-Geschichte bekannt ist und der Johannes dann diese Elemente an unterschiedlichen Punkten aufnimmt und wendet in eine andere Richtung, kritisch wendet, dann sieht man und lässt man, kann man auch eine Absicht dahinter interpretieren, dass sozusagen im johannäischen Konzept Jesus in Wahrheit nicht so gebetet haben kann, wie das bei den Synoptikern Markus, auch Matthäus und Lukas von Gethsemane berichtet ist. Dieser Jesus, der kneifen will, der dem Tod entgehen will, der am liebsten frei ausgehen würde und damit ja, das ganze Heilsgeschehen wäre sozusagen im Eimer. Diesen Jesus, das kann nicht die Wahrheit sein. Denn wenn der Jesus wirklich mit dem Vater eins ist, wenn er der Gesandte des Vaters ist, wenn er seinen Auftrag erfüllt bis zum Ende, dann muss er doch etwas anderes bitten, nämlich, dass dieses Geschehen jetzt einen Ertrag hat, Erfolg hat. Vater, verherrliche deinen Namen. Das heißt, nach der johannäischen Christologie ist Jesus, bittet Jesus anders, muss er anders bitten. Im Grunde muss der johannäische Jesus gar nicht beten. Er sagt ihm nach der Lazarus-Auferweckung, da sagt der Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Aber eigentlich ist klar, er hört ihn alle Zeit und er sagt es nur, dass die Menschen drumherum das sozusagen informiert werden darüber. Eigentlich braucht der Jesus, er ist nicht wie ein Prophet, der sozusagen, der Elia, der um die Erweckung des Sohnes der Witwe Gott bittet, sondern er ist natürlich auf der Seite Gottes, er ist derjenige, der in Vollmacht den Lazarus aus dem Grab herausruft. Also mit der Christologie des Johannes, der Gott-Christologie, muss der gar nicht mehr beten. Auch das hohe priesterliche Gebet ist im Grunde eher eine Informationsveranstaltung für die Leser des Evangeliums. Und wenn er sozusagen mit dem Vater eins ist, dann ist auch klar, dass er diesem Auftrag nachkommt und nicht ausweicht und nicht kneift. Und in der Weise muss man wohl das so lesen, dass ja, das Markus-Evangelium als bekannt vorausgesetzt wird. Es gibt noch mehr Belege dafür. In Johannes 3, 34 etwa weist der Evangelist darauf hin, dass er weiß, dass da auch eine andere Chronologie gibt, aber dass er trotzdem an seiner festhält. Denn, er sagt,
Der Täufer war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Ja, nach Markus fängt Jesus erst an zu wirken, als Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wird. Bei Johannes sind die parallel noch tätig. Taufen beide irgendwo. Und der Evangelist weiß, dass seine Leser wissen, da gibt es doch eine andere Version. Und er sagt, nein, ich erkläre es euch, der Täufer war noch nicht, also ich bleibe bei meiner Version. Und später haben dann die Harmonisten unter den Kirchenvätern haben dann große Mühe, das Ganze miteinander zusammenzuordnen. Also der weiß, dass er kennt das Markus-Evangelium, er weiß auch, dass vielleicht nicht alle, aber zumindest manche seiner Leser dies auch kennen. Und trotzdem erzählt er es anders. Und jetzt sind wir bei dieser Kühnheit oder Frechheit oder bei dem, wo wir jetzt vor Fragen stehen. Warum darf er das? Warum macht er das? Macht er das, weil er es halt besser weiß, weil er ein Augenzeuge ist? Naja, erstens mal gibt es Riesenprobleme zu denken, da hat einer als 95-Jähriger jetzt noch aufgeschrieben, was er vielleicht als 20-Jähriger erlebt hat und dann weiß er es so ganz präzise besser. Zweitens sind die Unterschiede, die jetzt da sind, eben nicht einfach nur Unterschiede im Blick auf den faktischen Ereignisverlauf, sondern es sind Unterschiede im Blick auf das ganze, die ganze Wahrnehmung Jesu und das, was die Konzeption, die dahinter steht, die Konzeption des Glaubens, die dahinter steht. Und damit ist man sozusagen, wenn man sagt, ach ja, der war halt dabei, ist man nicht weiter, sondern das hilft wenig zur Erklärung. Das heißt, wir müssen uns klar machen, wie kann ein Evangelist im Wissen darum, andere haben es anders dargestellt, einen ganz anderen Entwurf daneben setzen, was legitimiert ihn, was ist sozusagen der historische Anlass, beziehungsweise der Anlass der Fragen seiner Leserschaft oder seiner Gemeinde? Was ist die Begründung, die er sich sozusagen selber gibt? Wo kommt es eigentlich her? Und wenn man noch kühner ist und sagt, ja gut, also manches hat sich der Johannes-Evangelist einfach theologisch fiktional ausgedacht. Ich glaube, dass die Fußfassungserzählung eine fiktional erzählte Geschichte ist. Weil es keinen Beleg dafür gibt, dass irgendwo vorher, sei es im Judentum, im religiösen Kontext, Fußwaschungen gemacht worden wären. Das ist ein Akt der Gastfreundschaft, das ist ein Akt der Wellness, wenn man als Gastgeber sozusagen den Gästen eine Erfrischung anbietet. Wie wir heute sagen, möchte ich erstmal frisch machen. Ja, da gehört das rein. Aber religiös hat es überhaupt nichts. Aber da, wo bei den Synoptikern der neue Bund konstituiert wird, da wird jetzt eine Symbolgeschichte erzählt, die den ganzen Weg Jesu in den Tod sozusagen vorab zeichnet. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch geboten habe. Und gleich nachher heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Anstelle vom neuen Bund kommt das neue Gebot. Die Erzählung nimmt vorweg, was der Weg Jesu in den Tod als Akt der Liebe für die Freunde oder für die Seinen bedeutet. Und da hat Johannes keine Tradition, da verändert er frei und ich glaube einfach fiktional. So weit muss man kommen und dann wird auch der Anstoß noch richtig groß, aber an dem dürfen wir jetzt heute Abend in Gesprächen und morgen noch ein bisschen weiter kauen. Ein letztes Bild sozusagen am Schluss. Natürlich nochmal Grünewald, das Auferstehungsbild. So erzählt kein neutestamentlicher Autor die Auferstehung. Erst im späten Petrus-Evangelium, also im späten 2. Jahrhundert, da haben wir dann quasi eine Demonstration vor Augen. Da sitzen dann die jüdischen und die römischen Leute vor dem Grab und dann sehen sie, da kommen zwei Engel runter und nachher gehen drei Gestalten raus und die mittlere ist noch größer und ein Kreuz schwebt dann sozusagen noch nach. Da ist man dann sozusagen richtig im Theater. Aber Johannes hat natürlich seine Jesus-Darstellung
betont und programmatisch im österlichen Licht gestaltet. Vielleicht ist etwas angemessener als dieses Bild dann doch das einer alten Ikone, wo sozusagen für mich auch ein Sinnbild, dass das Gesicht des irdischen Jesus von einem Glanz umgeben ist. Und das ist bei Johannes sozusagen immer schon da. Und es hat keinen Sinn sozusagen, jetzt zwischen diesem Glanz und dem Gesicht ohne Glanz differenzieren zu wollen. Das ist, wenn man bei Johannes nach dem historischen Jesus fragt. Das ist alles sozusagen überlagert. Die noch alte Fotografie gemacht haben mit Dias früher, wie ich auch noch, wir kennen es, wenn man zwei Dias übereinander in das gleiche Rähmchen reinlegt. Denn zwei Bilder, die übereinander sind und die man eben dann auch die miteinander verfließen und die man nicht so einfach voneinander separieren kann. So scheint mir das zu sein. Man kann von diesem Jesus nicht anders reden, als eben im Blickwinkel, der von Ostern herkommt. Abgesehen davon wäre das nicht, wäre er wahrscheinlich bald vergessen worden. Auch die Synoptiker tun das letztlich. Auch die wissen, dass die Geschichte weiterging. Aber sie tun es nicht so programmatisch und nicht so deutlich und stark wie der Johannes. Und der sagt es uns dann auch noch, darüber werden wir morgen nachdenken, explizit, dass das, was er erzählt, nicht einfach das ist, was jedem Zeitgenossen vor seinen Augen, physischen Augen, gestanden hätte. So viel vielleicht mal als heutigen Input, und morgen wollen wir das dann konkretisieren an Texten aus der Passionsgeschichte, wo man schön vergleichen kann, auch zwischen Markus und Johannes, und dann nochmal fragen, was das eigentlich bedeutet, und da kommen wir dann auf den Geist zu sprechen, der für Johannes zumindest im Hintergrund steht, dessen, wie er denn zu seinen Einsichten gekommen ist. Vielen Dank. Ich vermute, du wirst den Johannes dann morgen auch abgrenzen von dem, was dann halt später in der Tradition auch noch passiert. Nämlich sozusagen total losgelöstes, genau, Fantasieren, wo nicht mehr zwei Sachen im Rähmchen sind, sondern nur noch ein abgefahrenes, ja, sagte ich jetzt im Bild. Ne? Ja, ja, nur noch, genau, nur noch das andere dann, genau. Ja, ja, genau. Nee, nee, also das gibt ja dann in die andere, dass beides zusammen ist, ja, darauf kommt es genau an. Genau, ja.